Ja, hallo und herzlich willkommen zum Celebrate-Gottesdienst hier in der lutherischen Pfarrkirche. Ich freue mich voll, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und bin ganz gespannt, was uns heute erwartet. Ich bin Mareike und werde euch heute durch den Gottesdienst begleiten. Marvin und Team vom Worship habt ihr schon gehört und Raphael Kuhn wird unsere Themenreihe Entfesselt Leben mit einer Predigt über Geld und Gier fortführen. Schöne Alliteration. Zusätzlich wird es Zeit geben für Gebet und Austausch und ich freue mich schon darauf, was Gott heute mit uns vorhat. Und in dem Verständnis, dass Gott hier und heute wirken wird, feiern wir Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich weiß nicht, wie euer Tag heute so war, ob er angenehm voll oder zu voll war, ob er angenehm leer oder zu leer war. Ich merke immer, dass ich mit allen Dingen, die ich heute erlebt habe, hier im Gottesdienst auf eine gewisse Weise ankomme und es nicht immer leicht ist, das alles loszulassen und den Fokus auf alles, was hier im Gottesdienst passiert, zu richten. Dabei wünsche ich mir das so sehr, dass der Celebrate-Gottesdienst ein Ort und eine Zeit sein kann, in dem wir die Fesseln unseres oft anstrengenden Alltags loslassen und mit Gott eine intensive Zeit erleben können. Ich selbst versuche deshalb bewusst zu Beginn des Gottesdienstes einmal durchzuatmen und ganz hier in der Kirche anzukommen. Und vielleicht ist das ein Impuls, der euch auch anspricht. Und so möchte ich noch für diesen Gottesdienst und jeden Einzelnen von uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns auch mit diesem Gottesdienst die Möglichkeit gibst, eine Zeit zu erleben, in der wir dir ohne die Fesseln des Alltags begegnen dürfen. Schenke du uns die Aufmerksamkeit dafür, wie du in uns wirken willst und die Kraft, deine Impulse auch umzusetzen. Gib uns Wachheit und Ruhe, um in deiner Gegenwart aufzutanken und mit neuer Kraft aus diesem Gottesdienst zu gehen. Wir wollen jetzt noch einen kurzen Moment der Stille haben, in dem wir vor Gott kommen und ihn noch mal ganz persönlich darum bitten können, dass wir zur Seite schieben können, was uns gerade noch davon abhält, mit ganzem Herzen in diesem Gottesdienst zu sein. Ein kurzer Moment der Stille. Danke Gott, dass du uns so gut kennst und es in deiner Hand liegt, uns immer wieder neu zu berühren. Segne diesen Gottesdienst. Amen. Ja, hi. Ich freue mich, heute hier predigen zu dürfen. Und das ist immer so die Frage, wie startet man die perfekte Predigt? Keine Ahnung, ob das hier perfekt wird, will ich auch gar nicht. Aber ich fange einfach mal mit einem Witz an. Und zwar geht es darum, ein reicher Geizkragen, der liegt im Sterben und sein Sohn steht so neben ihm und dann sagt er ihm, ja mein Sohn, weißt du, eigentlich würde ich ja mein ganzes Geld gerne mit in die andere Welt nehmen. Da guckt der Sohn ihn an und sagt, ja, es würde aber nicht funktionieren. Ja, wieso nicht? Es würde in der Hölle ja eh verbrennen. Also ich fand den gut. So, genau. Ja, aber jetzt geht's los. Und zwar habe ich zu dem Thema zwei Einstiegsfragen für euch vorbereitet. Die dürft ihr jetzt gleich mit eurem Sitznachbarn, eurer Sitznachbarin besprechen. Dafür habt ihr eine Minute. Und die erste Frage lautet, was würdest du mit 1 Million Euro machen? Los. Ich habe ja einen Timer. Nein.
So, die Minute ist rum. Und die zweite Frage ist, was denkst du, würde Gott wollen, was du mit 1 Million Euro machst? Bitteschön. Was denkst du, würde Gott wollen, was du mit 1 Million Euro machst? Okay, dankeschön. Runde ist vorbei. So, und bei wem gab es Übereinstimmungen zwischen den einzelnen Antworten? Nehmt doch mal kurz die Hand. Aha, okay. Interessant, oder? Also oft denken wir, dass wir nach Gottes Willen handeln, wenn es zum Beispiel um das Thema Geld geht. Und dabei merken wir viel zu selten, wenn es einfach nicht der Fall ist. Ich finde, es ist spannend zu sehen, dass Gott häufig andere Dinge für uns vorgesehen hat, als wir dann annehmen. Wir sagen oft zu Gott, dass unser ganzes Leben und alles, was wir haben, ihm gehören soll. Und dennoch ist es doch häufig so, dass wir dann anders handeln. Ich möchte zum Beispiel nochmal die Bridge, die wir eben gesungen haben, zitieren. Da heißt es, "So I stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours." Alles, was ich bin, gehört dir, Gott. Was für ein mächtiger Satz. Das sind so starke Worte, ja, und die lassen sich leicht singen, aber doch häufig sind sie so schwer wirklich umzusetzen. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Geld ist es am schwersten. Also mir zum Beispiel geht es häufig zumindest so. Es fällt mir persönlich oft schwer, großzügig zu sein, wenn ich zum Beispiel selbst Sorgen habe. Da komme ich ja mal an mit Ausreden, so ja, ist ja, ne, ich bin ja auch nur Azubi und ich kriege ja auch nur BAföG und Inflation und so, ich habe ja selbst Probleme. Ja. Und dann denke ich lieber häufiger an mich und nehme das als Entschuldigung. Dann möchte ich manchmal einfach nicht großzügig sein. Klassisches Beispiel, ja. Deine Kirche hat keinen PayPal und dann gibt sie die Kollekte rum und du hast dir einfach das Kleingeld für den Mittagsdöner bei Mr. King aufgehoben. Und dann fragst du dich zweimal, okay, gebe ich das jetzt? Weil eigentlich hatte ich das ja für was anderes vorgesehen. Es ist so häufig der Fall, dass Geld uns eigentlich davon abhält, etwas Gutes zu tun, weil wir es eigentlich lieber für uns selbst haben möchten. Ich meine, Geld spielt in unserer Gesellschaft eine riesige Rolle. Niemand spricht gerne darüber und trotzdem ist es tagtäglich präsent. Viele definieren sich über Geld. Sie ziehen ihren Wert daraus, aus dem, was sie haben, machen sich fertig für das, was sie nicht haben. Solche auf Social Media gibt es genügend Beispiele dafür. Die ganzen reichen Influencer, die viel Geld haben, die hübschesten Menschen daten, dicke Muckis haben. Und die Hörerschaft nimmt dann an, ja, das brauche ich irgendwie, um glücklich zu sein. Ja, die Hörerschaft wird dazu verleitet, solche Behauptungen anzuerkennen, für sich als Wahrheit anzunehmen. Zum Beispiel auch durch die vielen Werbungen, ja, in den Medien, die uns erzählt, dass wir alles und jenes brauchen, um glücklich zu werden. Dann kann es passieren, dass wir vielleicht tatsächlich anfangen, das zu glauben. Wir werden dann dazu verleitet, habsüchtig und gierig zu werden und vielleicht sogar immer mehr zu wollen. Ja, Beispiel. Du hast das neue iPhone ist gerade auf dem Markt und deine Nachbarn haben schon vom Apple-Laden kampiert, um sich das neue iPhone zu holen. Und deins ist gerade mal ein Jahr alt und trotzdem denkst du darüber nach, ob du es nicht vielleicht doch haben solltest. Konsum und Gier nach mehr kann gefährlich sein, auch für unsere Beziehung zu Gott. Die Bibel zum Beispiel spricht häufig von Gier und Habsucht und auch in Bezug auf Reichtum. Und so auch der Bibeltext, den ich heute mit euch betrachten würde, ist ja eine Predigt, deswegen haben wir natürlich auch die Bibel. Und den Bibeltext, den ich mit euch anschauen will, ist Lukas 12, 13 bis 21. Eine große Volksmenge hat sich um Jesus versammelt und will ihn einfach predigen hören. Und ich lese vor.
Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Mannes trug viel eines Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reicht es im Blick auf Gott. Okay, diesen Vers muss man erstmal verdauen. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich zuerst gefragt: Ey, was hat dieser Mensch falsch gemacht? Ja? Ich meine, wir sehen hier einen reichen Mann und der hat viel erreicht in seinem Leben und denkt sich, ja, hat er alles richtig gemacht, ich habe viel Geld, jetzt kann ich auch Rente, jetzt kann ich in Rente gehen und jetzt kann ich mich ausruhen. Und Gott will dann seine Seele von ihm. Was ist denn bitte so schlimm daran, reich zu sein? Ich hatte zum Beispiel mal in der Kinderstunde hatte ich einen Leiter, da war ich selber noch ein Kind, und der hat gesagt: Ja, Reiche kommen nicht in den Himmel. Ich sage: Wieso nicht? Ja, weil das die Bibel sagt. Und dann hat er ganz viele Bibelverse da rezitiert. Dann habe ich das meinen Eltern gesagt. Ich sage: Ja, Mama, stimmt das, dass Reiche nicht in den Himmel kommen? Ich meine, wir sind doch selber reich. So. Ich sage: Ey, ganz ehrlich, wer erzählt denn sowas? Ja? Das kann doch nicht sein, dass sowas in der Kinderstunde erzählt wird. Also, falls du jetzt Angst um dein Geld hast und denkst, dass Gott jetzt irgendwie sauer auf dich ist, dann kann ich dich beruhigen. Es geht Gott nämlich nicht um dein Geld, sondern es geht um dein Herz. Woran klammerst du dein Herz und worüber definierst du dich? Setzt du Gott an erste Stelle deines Lebens oder dein Geld? Die Art und Weise, wie wir unser Geld verwalten, wusstet ihr, dass es eine Menge über unsere Gottesbeziehung aussagt? Ich habe zum Beispiel noch einen Vers für euch, Matthäus 19, 16 bis 22. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm: Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: All dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkauf deine Habe, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg. Denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Himmelreich kommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Das könnte man jetzt wieder als Bestätigung sehen. Ja, Gott mag keine Reichen. Aber so einfach ist es nicht. Weil, habt ihr euch mal gefragt, was passiert wäre, wenn der Jüngling nach dem, was Jesus gesagt hätte, einfach direkt gesagt hätte: Okay, gut, mache ich. Aber er hat ja weitergebohrt. Ja? Er hätte eigentlich schon wissen müssen, dass den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, schon eine lebenslange Aufgabe bedeutet. Ja? Und dann hätte er gar nicht mehr sagen müssen: Ja, das alles habe ich befolgt. Komm, ich brauche noch mehr Gebote. Ich glaube, dann hätte Jesus auch nicht gesagt: Ja, Moment mal, was ist denn mit deinem Geld? Ich glaube, für Jesus hängt die Beziehung zu Gott und zu unserem Nächsten, die hängt eng miteinander zusammen. Wenn wir mit unserem Geld auch Gutes tun und es nicht für uns behalten, dann ehren wir auch Gott damit. Hätte der Mann also gesagt: Okay, ich will mich um meinen Nächsten kümmern und ich will sicher gehen, dass es den Armen gut geht. Ich glaube, dann hätte Jesus gesagt: Tu wohl, und wäre gegangen. Ja? Der hätte gar nicht sein Geld erwähnt. Aber ich glaube, die eigentliche Problematik ist an drei Irrtümern geknüpft. Die habe ich für euch mitgebracht. Drei Irrtümer, die wir über Geld haben. Ich glaube, der erste ist: Geld gehört mir. Ja, sagen dann immer: Hey, ist doch eh alles meins und ich kann machen, was ich will damit. Ich habe das verdient und deswegen.
Ich zum Beispiel als Kind war sehr egoistisch früher. Es war dann immer, Raffi, können wir das teilen? Oder hast du noch was? Und dann habe ich gesagt, nee, das ist meins. Ja? Will ich nicht. So. Und ich habe oft dieses Theater abgezogen. Ja? Und irgendwann kam mein Vater zu mir und meinte, weißt du, mein Sohn, mach doch einfach mal die Augen zu und dann siehst du, was deins ist. Und ich glaube, so ist es einfach auch mit Gott und uns. Fakt ist doch, dass wir nichts in der Hand haben und die Kontrolle allein bei Gott ist. Und der reiche Mann, ja, der dachte einfach anders aus dem ersten Gleichnis. Er dachte, dass er sein eigener Gott sein kann und mit seinem Geld seiner Seele Frieden schenken kann. Einen Frieden, den nur Gott schenken kann. Der zweite Irrtum ist, die Bibel verurteilt Reichtum. Ja, das stimmt auch nicht so wirklich. Ich meine, schaut euch Salomo oder David an. Das waren reiche Leute und trotzdem waren sie Männer Gottes. Reichtum wird in der Bibel auch als gute Gabe Gottes, als Ausdruck seines Segens gesehen. Aber die Bibel wird nicht müde darin, vor Besitz und Reichtum zu warnen, weil diese halt eine gefährliche Eigendynamik besitzen. Es kommt einfach darauf an, woran klammern wir unser Herz, woraus ziehen wir unseren Wert? Aus Gott oder an unvergänglichem Besitz? Der dritte Irrtum ist, Geld macht glücklich. Ich meine, keine Frage. Ja? Jeder denkt sich wahrscheinlich, oh, ein bisschen mehr auf der Kante wäre ja nicht schlecht. Ne? Ich meine, keine Frage, Geld kann vieles im Leben verbessern. Es kann dir ein Haus für deine Familie besorgen. Es kann zum Beispiel aber nicht deine Eheprobleme retten. Es kann dir ein großes Haus kaufen, ja, aber nicht die wahren Freunde, die mit dir deinen Geburtstag darin feiern oder denen du wichtig bist. Die Bibel sagt uns in Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn alleine macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Okay, aber was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Also, ich will euch nicht vorschreiben, wie ihr euer Geld verwaltet, das kann ich auch nicht. Es liegt bei jedem Einzelnen von uns, ja, wie er seine Zeit und sein Geld investiert. Nicht vielmehr möchte ich dich persönlich heute ermutigen, Gott zu fragen, was ihm wichtig ist. Ich glaube, wir müssen lernen, mehr von Gott abhängig zu sein, weil er einfach auch in seinem Wort verspricht, uns zu versorgen. Und ganz oft vergessen wir das. Da sagen wir so, ja, Gott, ich mach das schon. Ich kann das. Alles easy. So. Wir versuchen so viele Dinge selbst in die Hand zu nehmen und dann scheitern wir so oft. Man, lasst uns doch einfach wieder mehr auf Gott vertrauen, dass er unser Versorger ist. Er hat es versprochen. Und ich weiß, das kann schwer sein. Da steht so häufig geschrieben, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, weil Gott unser Versorger sein will. Möchte ich das Lobpreisteam auf die Bühne bitten? Ich hatte zum Beispiel mal einen Autounfall. Und der Schaden war immens. Ich konnte ihn nicht bezahlen. Und dann habe ich Gott gesagt, ey Gott, ich kann das nicht bezahlen. Bitte, hilf mir, mach was. Und das Ergebnis war, dass die Halterin des Fahrzeugs mit an dem Schaden sich beteiligen wollte. Und meine Mitfahrerin wollte was dazugeben und auch deren Eltern, obwohl das eigentlich alles meine Schuld war. Aber das Ergebnis war, dass ich einfach nur ein Drittel des ganzen Schadens bezahlen musste. Ich bin in meiner Situation zu Gott gegangen. Und das könnt ihr auch. Dabei ist es egal, wer du bist, was dein Problem ist, weil für Gott ist kein Problem zu klein. Und er hat eine Lösung für dich und die Umstände, in denen du steckst. Gott hat versprochen, dass er für uns kämpft. Und ich durfte das schon an vielen Stellen erleben. Ich glaube, wenn wir großzügig sind und wenn wir geben wollen, wie viel mehr wird er uns dann geben? Das sagt Jesus so oft, dass er, dass Gott unser Versorger ist, unser Vater, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und ich glaube, dass wenn wir Gott an erste Stelle in unserem Leben stellen, dass er uns dann segnen will. Es mag nicht immer so aussehen, wie wir es erwarten, aber dennoch so, wie wir es brauchen. Und wenn du gerade keine Situation hast, dann frag Gott, wo du eventuell ein Segen für andere sein kannst. Und deswegen möchte ich dich zum Abschluss herausfordern. Ich habe eine Challenge für dich für nächste Woche. Wann immer du diese Woche Geld ausgibst oder deine Zeit investierst, dann frage dich, inwiefern ehrt es Gott? Und dann frage ihn, was ihm auf dem Herzen liegt und schau, wie er dich segnen will. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann will ich dich ermutigen, für dich beten zu lassen. Während des Lobpreisblocks aufzustehen, für dich beten zu lassen.
glaub mir, es gibt keine wichtige und bessere Entscheidung, als Jesus Christus in dein Leben zu lassen. Das ist total wichtig. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Versorger bist. Ich danke dir, dass von dir unser wahres Glück kommt. Dass nicht Geld oder Reichtum oder sonstiges uns Glück schenken kann, sondern du alleine. Nicht zu der eigenen Mühe hinzu, als nur der Segen Gottes. Und Jesus, ich bitte, dass wir das in unserem Leben erkennen dürfen. Dass wir in unserer Situation zu dir kommen und uns an dich wenden. Und Jesus, spreng einfach die Ketten. Spreng wirklich die Ketten, wo wir habgierig waren, wo wir vielleicht süchtig sind, in irgendwelchen Süchten gefangen sind. Jesus, ich bitte einfach, dass du uns da rausholst und dass du gnädig mit uns bist. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für dein Opfer und ich danke dir, dass du gut bist. Amen. Danke fürs Zuhören.